Aber wie sinnvoll ist es, die eine Autokratie als Energielieferanten auszuschließen, um bei der nächsten Autokratie an die Tür zu klopfen? Wir tauschen Putin gegen den Emir, wir tauschen die Toten im Krieg gegen die Toten auf den Baustellen, wir tauschen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit gegen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit und der Frauen, wir tauschen die Diffamierung der Schwulen gegen die Diffamierung der Schwulen. Wir kommen doch da vom Regen in die Traufe.